Hallo, hier ist Miri von Verbandens und ich habe mir gedacht, ich sag einfach mal kurz, wie ich das so mache mit dem Essen gehen, weil am Anfang habe ich gedacht, das wäre so total umständlich und irgendwie so extra wurstmäßig. Ist es aber überhaupt nicht, also ist total easy. Und zwar mache ich das so, also ich bin gerade in Thailand, aber in Deutschland mache ich genauso. Also ich bestelle einfach was vor der Karte, also irgendwas Vegetarisches hat ja eigentlich jedes Restaurant, manche auch vegan, aber ich bestelle einfach was Gemüsiges und dann eben Nudeln oder hier in Thailand Reis oder in Kartoffeln, irgendwas auf der Karte und dann sage ich denen, dass es eben bitte, wenn es geht, ohne Öl ist, also wenn es irgendwie auf der Karte quittiert war oder so. In Thailand habe ich mir von einem Thailänder übersetzen lassen, sodass sie genau wissen, was gemeint ist. Das heißt, da werden wir übersetzt, dass es eben heißt, bitte ohne Öl, wenn es geht, aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, dem ist ja auch einfach so. Und ja, also ist einfach super easy. Man braucht sich eigentlich jetzt nicht irgendwo ausgegrenzt fühlen. Man kann eigentlich, das klappt eigentlich überall. Ich hatte bis jetzt auch kein Problem damit. Und wenn irgendwie eine Soße dabei ist, die man irgendwie jetzt nicht haben möchte, dann kann man auch einfach sagen, separat oder so. Aber das mache ich jetzt eigentlich nicht. Wenn es halt so ist, es eigentlich dann halt eben überhaupt nicht fertig. Genau. Und weil es jetzt sonst hier total kalt wird, mache ich jetzt hier mal einen Punkt. Juhu. Delicious!